Mit dem Dankeschön an Susanne kann ich gleich beginnen, weil wenn Susanne, Steffen und ich nicht auch wirklich als Personen so gut miteinander kommunizieren würden, auch über Themen, wo wir nicht einer Meinung sind. Und ich betone ausdrücklich, dass wir eine klare Rollenverteilung haben, die wir seit 5 Jahren durchhalten. Ich bin der Ministerpräsident der rot-rot-grünen Landesregierung. Ich weiß, warum ich in der Linken bin, aber ich weiß auch, warum ich 3 Partner zu vertreten habe. Und Susanne ist die Vertreterin unserer Partei und sie muss die Interessen unserer Partei deutlich und klar artikulieren, auch ab und an gegen den Ministerpräsidenten. Und wir haben an diesen Stellen, du hast das mit dem Streik gerade erklärt, der Streik richtete sich gegen eine Institution, wo ich der Arbeitgeber bin. Das fällt mir dann als Verdi-Hauptamtlicher ein bisschen schwer, damit umzugehen. Aber ich habe die Kolleginnen und Kollegen, die im Streik waren, genauso empfangen, wie ich meine Rolle als Arbeitgeber zu spielen hatte, dass dieser Streik nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern es ist eine Pflegeverstärkung und es ist eine Auseinandersetzung, die in ganz Deutschland eigentlich in allen Krankenhäusern stattfinden müsste. Und deswegen habe ich selbstverständlich die Kollegen ihnen deutlich gemacht, wo meine politische und emotionale Haltung ist. Und trotzdem sind da Dinge wie Schadensersatzpflicht, die Frage, dass Tarifverhandlungen ordentlich geführt werden müssen und. Die sind alle zu beachten und ich sitze in dem Fall auf der anderen Seite. Und diesen Spagat hinzukriegen und zu sagen, Susanne und die Fraktion sind bei den Streikenden und der Ministerpräsident lässt sich nach jeder einzelnen Tarifrunde oder in der Runde in der Nacht berichten, das ist, glaube ich, die Form des Miteinanderumgehens. Und meine Intervention war immer wieder zu sagen, denkt daran, ich erwarte auch von Verdi, dass es flächendeckend für alle Pflegenden in ganz Thüringen, in allen Krankenhäusern Bestandteil der entsprechenden Auseinandersetzung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen werden muss. Und das ist so diese Geschichte, wo ich sage, wir müssen darauf achten, dass wir unsere Rollen, die wir einnehmen, immer klar trennen. Deswegen sage ich auch, ich habe 5 Jahre lang für Rot-Rot-Grün gearbeitet. Im Bundesrat haben wir geschafft, neue Kapitel zu öffnen. Wer unsere Initiative aus Thüringen gemeinsam mit Bremen gesehen hat, Berlin und Brandenburg zum Thema Verstärkung der Allgemeinverbindlichkeitsrechte der Tarifverträge. Als ich dort in den Bundesrat gegangen bin, an dem Tag habe ich gedacht, na, wir werden vielleicht die 4 oder 5 Länder werden halt zusammenstehen. Am Ende war es eine 16-0 Entscheidung. Und ich glaube, da wird deutlich, dass es nicht ganz banal ist, wie man Themen auf die Tagesordnung setzt. Und das Thema, eine Symbolik, das Thema, das wir jetzt eingebracht haben, dass alles, was Kindersachen angeht, auf den niedrigen Mehrwertsteuersatz gebracht wird. Wir sammeln jetzt gerade Mehrheiten im Bundesrat, um es zu thematisieren. Aber wir haben zum Beispiel, soll diese Woche durchgesetzt werden, dass dann die Tampons eine große Symbolgeschichte, bei der man sagt, warum sind darauf die hohen Mehrwertsteuersätze? Das war in dem gleichen Antrag drin. Und auch da haben wir offensichtlich die Mehrheiten jetzt im Bundestag dahingehend verändert, dass der Bundestag sich dem nicht entziehen kann, was aus dem Bundesrat kommt. Und auf diese Art und Weise haben wir Stück für Stück angefangen, auch im Bundesrat und damit im Bundesmaßstab die linke Handschrift deutlich werden zu lassen. Und deswegen, es war kein Wahlkampf für mich als Person, sondern es war Wahlkampf für soziale Gerechtigkeit. Und das Thema Kindergartenbeitrag ist für uns eben deutlich mehr wie einfach nur die Entlastung für die betroffenen Familien ist schon sehr hoch. 1.500 bzw. 3.000 Euro Nettoentlastung für Familien mit Kindern. Aber die Tatsache, und darauf habe ich immer wieder hingewiesen, wir kämpfen dafür, dass Kinder überhaupt kein Kostenfaktor sind, wenn der Staat dafür eintreten muss. Deswegen habe ich an der Stelle immer Janine erwähnt und habe gesagt, in Hessen haben wir durchgesetzt, dass die Studiengebühren abgeschafft worden sind in einer historischen Sekunde. Und es war meine Partei, die das in Hessen durchgesetzt hat. Und deswegen sage ich, wer keine Studiengebühren haben will, der darf auch keine Kindergartengebühren haben. Das muss die Konsequenz sein. Und deswegen werbe ich dabei auch immer für ein größeres Modell. Weil ich sage, dieses größere Modell muss heißen, im Bund insgesamt
wieder Themen auf die Tagesordnung zu bekommen, wie Kindergrundsicherung oder wie eine moderne Bürgerversicherung, damit man sagt, Solidarität in der heutigen Zeit muss neu definiert werden. Weil was wir, ich habe am Samstag gerade die Demonstration der direktversicherten Geschädigten gehabt. Da sagen die mir, wie stolz sie auf Matthias Birkwald sind und wie sehr sie von der Bundestagsfraktion unterstützt werden. Aber als ehemaliger Gewerkschafter sage ich, wie sehr ich mich dafür schäme, dass wir an Zeiten mal sowas mitbeworben haben, weil wir der Meinung waren, das sei eine stabile Stütze für die Menschen im Alter. Und jetzt erleben die Kollegen, die alle im Presseversorgungswerk eingezahlt haben, also ich habe eine Freundin, die muss gerade 18.000 Euro Krankenkassenbeitrag nachzahlen. 18.000 Euro. Die ist alleinerziehend, die hat geguckt, wie sie die letzten Jahre überhaupt über die Runden gekommen ist, hat immer ihre Vorsorge geleistet und der Staat greift ihr hinterher in ihre eigene Bestandszusage hinein. Das ist einfach skandalös. Und deswegen sage ich auch sowas, muss deutlich sein, diese ganzen einzelnen Sonderversorgungssysteme führen in die Sackgasse. Und deswegen gehört auch der Ministerpräsident in die ganz normale Bürgerversicherung, wie alle anderen auch, die Solo-Selbstständigen, die Freiberufler. Und das sind für mich die Punkte, warum ich sage, es geht nicht nur um Thüringen. Sondern es geht darum, dass wir ein Modell entwickelt haben, das bewiesen hat, es geht. Vor 5 Jahren hat es geheißen, Dreierkoalitionen gehen nicht. Vor 5 Jahren hat es geheißen, eine Stimme Mehrheit geht niemals. Und es hat Wetten auf meinen Kopf gegeben, dass ich nach 100 Tagen Geschichte bin. Jetzt haben wir als Linke die Wahl gewonnen. Unsere Partner haben netto zugelegt, wenn man in Realstimmen geht. Aber prozentual hat es nicht gereicht, weil der Zuwachs an Menschen, die zur Wahl gegangen sind, so stark war, dass am Ende unsere beiden Partner von ihrem eigenen Erfolg nicht partizipieren konnten. Die Polarität am Ende zwischen, tatsächlich, Susanne hat es gesagt, Bodo und der Barbarei, war am Ende eine, bei der andere Parteien ziemlich in der zweiten Kategorie erst bedacht worden sind, weil die Menschen tatsächlich Angst hatten. Die einen sind dann Herrn Höcke nachgelaufen, in einer Höhe, die mir nicht gefällt, aber in einer Realität, wie sie leider überall in ganz Europa zu spüren ist. Salvini ist gerade erst aus der Regierung raus, also Schwedendemokraten und ähnliches. Es ist keine isolierte Phänomen, dass wir da einfach nur in Ostdeutschland haben. Das wäre mir viel zu einfach und es wäre viel zu gefährlich, wenn wir es wieder nur in solchen einzelnen Kategorien abhandeln würden. Wir müssen uns mit der Realität auseinandersetzen, denn auf dieser Realität, die wir jetzt sehen können, sind die NSU-Morde erst geschehen, sind das Weggucken von Sicherheitsbehörden erst eingetreten, ist das, was die hessische Fraktion macht, nämlich die Offenlegung der Akten Walter Lübcke und die Frage, was hat der kleine Adolf in Kassel in dem Objekt gemacht, und all diese Dinge sind ja offene Fragen, die sind doch gar nicht beantwortet, nicht abschließend geklärt. Und deswegen immer nur dieses Gerede von Einzeltätern oder von der AfD als einzelne Geschichte, das ist mir viel zu wenig. Das wäre auch viel zu einfach. Deswegen werbe ich auch dafür, dass wir nicht immer uns zuerst über die empörte Empörung der AfD empören, sondern dass wir sie als das nehmen, was sie sind. Und was man bei Herrn Höcke auch sagen darf, zulässigerweise, man darf ihn Faschist nennen, und das hat das Gericht auch entschieden. So, und um allen anderen Spekulationen einfach entgegenzutreten, die Regierung ist im Amt, Rot-Rot-Grün ist handlungsfähig, auch wenn wir nicht über eine eigene Mehrheit im Parlament verfügen. Die Thüringer Verfassung ist da ganz eindeutig. Und wir werden jetzt zuerst thematisieren Themen, die mit dem Parlament selber zusammenhängen. Das ist Angelegenheit unserer Fraktion. Da geht es um eine Geschäftsordnung im Parlament, damit wir auch klare Regeln haben, dass da keine einzelnen Personen ganz alleine entscheiden, sondern ein Kollegialorgan diesen Landtag auch führt. Da gibt es auch einiges nachzuklären und dann werben wir für direkte Demokratie. Partizipative Elemente, immer unser Thema als Linke in Thüringen gewesen. Und die
Abgeordneten, die sich jetzt aufmachen, sich mit ihrer demokratischen Verantwortung auseinanderzusetzen, sind herzlich eingeladen, das Ganze auch noch jetzt auf den Weg zu bringen. Weil jetzt wäre es die richtige Zeit. Am Sonntag haben die Wählerinnen und Wähler ein starkes Signal für die parlamentarische Demokratie gesetzt. Und jetzt wäre es schön, wenn das Parlament ein starkes Signal an die Zivilgesellschaft sendet, weil auch das ist ein Teil der Themen, die jetzt mit zu bearbeiten sind. Und in der Zwischenzeit werden wir mit allen demokratischen Parteien reden. Aber wir sind in der Lage, die Regierung des Landes derzeit gut zu vertreten. Die Vollmachten sind erteilt. Und ich bin gewillt, mich relativ schnell einem Votum des Parlaments zu stellen. Auch da im dritten Wahlgang muss schon jemand gegen mich kandidieren, falls es im ersten und im zweiten Wahlgang nicht reicht. Aber auch den dritten Wahlgang würde ich in Kauf nehmen, weil da muss derjenige aus der Deckung kommen und kandidieren. Und da bin ich gespannt, ob nach dem Votum, ich will es einfach mal sagen, nicht nur die Partei landesweit, sondern auch bei den Direktkandidaten ist es so, dass ich das zweitstärkste Wahlergebnis in ganz Thüringen auch als Person in meinem Direktwahlkreis geholt habe. Und das ist ein Wahlkreis. Das ist ein Wahlkreis, der durchaus konservativ bezeichnet werden darf, mitten in der Stadt Erfurt. Und die AfD hat da das zweitschlechteste Wahlergebnis in ganz Thüringen. Und in Jena hat die AfD das schlechteste Wahlergebnis bei einem Direktkandidaten. Da bitte ich euch einfach nur mal kreativ drauf zu gucken. Die Bürger von Thüringen haben klug und strategisch entschieden. Also wenn ich jetzt höre, dass da Regierungsuntauglichkeit entstanden sei oder das Land sei zerrissen, wenn ihr in die Wahlergebnisse reingeht, werdet ihr was ganz anderes feststellen. Ihr werdet feststellen, dass die Wählerinnen und Wähler zwischen Erst- und Zweitstimme massiv unterschieden haben und unglaublich strategisch gewählt haben und damit ein Vertrauen auch in Richtung der Linken ausgesprochen haben. Und es ist eben nicht ohne Grund, dass auch 68% der CDU-Wähler gesagt haben, dieses Ausschließen der Linken sei unerträglich und sei völlig falsch. Das ist eine interessante Wahrnehmung und 70% der Wählerinnen und Wähler haben gestern gesagt, die Arbeit des Ministerpräsidenten finden sie extrem gut. Und ich finde, darauf kann man dann auch gemeinsam als gemeinsam erreichte Kraft sozusagen auch stolz sein, dass der Landesverband, die Landtagsfraktion und die Vertreter in der Landesregierung 5 Jahre an einem Strang gezogen haben. Selbst wenn wir mal das ein oder andere Mal Dinge korrigieren mussten, war es immer so, dass ich vor die Tür gegangen bin und gesagt habe, die Verantwortung liegt bei mir und bei niemand anderem. Ich habe mich auch nicht gescheut, dann, wenn wir auch Dinge ändern mussten, zu sagen, auch das ist die Angelegenheit, die der Chef zu vertreten hat und nicht bei dem man eben andere vors Loch zieht. Ich sage, und da bleibe ich dabei, wir haben vor 5 Jahren ein neues politisches Format in Deutschland etabliert. Andere Dreierkoalitionen haben sich erst als Abwehr gegen die AfD gebildet. Bei uns ist es eine aus eigener Veranlassung gewesen. Und deswegen bin ich nicht ganz so glücklich, dass die beiden Partner nicht den Swing so ausgezahlt gekriegt haben. Denn die Landesregierung als Ganzes, Rot-Rot-Grün, hat die höchsten Zustimmungswerte in ganz Ostdeutschland. Und das ist ein gemeinsames, positives Ergebnis von 5 Jahren guter Arbeit. Und jetzt sage ich, wir werden auch die nächsten 5 Jahre die Herausforderung gut annehmen. Und ich bin gewillt, einen klaren Regierungsauftrag für das Land Thüringen umzusetzen und im Bundesrat euch weiter zu unterstützen, damit wir eben weit darüber hinaus mit unseren Partnern deutlich machen, von links kommt der Druck, der notwendig ist, um Veränderung in diesem Land für die Menschen zu ermöglichen. Und nur über uns werden sich die Türen öffnen, damit auch das Thema soziale Gerechtigkeit auf der Tagesordnung, der alltäglichen Tagesordnung, wieder ein stärkeres Votum hat.